Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Gut. Schade. Werden wir vermutlich einen Hafen direkt wieder verlieren. Hey. Mein Gott. So. Da sind noch mehr blaue Fische. Ja, wisst ihr was? Die müssen wir uns holen. Dann holen wir uns den Hafen lieber wieder. Ich habe auch nicht gelesen, welchen Hafen der meint. Keine Ahnung. Das ist auch so ein bisschen schade, ne? Dass man das nicht kriegt als irgendwo angepinnt, dass man sieht, was er da gesagt hat. Mensch. Leute. Wenn man hier gerade am Fighten so ein Geisterschiff hinter sich hat, kann man es vielleicht gerade nie lesen. Ist dann ein Problem. Müssen wir. Ciao. Gut. So, und wir haben ein... Ja, können wir ja gerne ausdiskutieren, mein Freund. Ja, haben wir ausdiskutiert, bis jetzt glücklich. Danke. So, wir fischen jetzt mal. Holen uns die Beute und dann werden wir doch mal nach Eagle's Den zurück segeln. Ach Mann, das ist jetzt schon wieder näher, wie wenn wir die Scheiße da verteidigen müssen, ohne Schnellreisepunkte. Wir sind hier unten am Arsch der Welt. Also Schnellreise fehlt in dem Spiel komplett. Muss ich jetzt mal wirklich sagen, weil ist schön, ne? Die Karte ist auch sehr toll gestaltet. Ja, öfter mal Copy und Paste. Ja, hat man halt diese Brücken, die da mittendrin entstehen. Keine Ahnung. Warum? Geisterschiff Level 41. Wieso denn? Ja, komm, wir gehen nach Eagle's Den zurück. Wir segeln nach Eagle's Den zurück. Wenn wir noch einen Bardel finden auf dem Weg, okay. Wenn nicht, auch okay. So, vielleicht können wir dann trotzdem irgendwie was regeln oder so. Also, da ist ein Bardel. Ja, gut, da werden wir zum erstmal zum Bardel gehen, ne? Ganz gemütlich. Wie gesagt, dann hole ich das zurück, wenn wir uns angreifen sollten. Eventuell kann es ja auch sein, dass die, das sieht geil aus. Oh, das sieht geil aus. Da, oh. Das ist schon wieder so ein Level 41er Piratenschiff. Geisterpiratenschiff, ich hasse euch. So, Karten kaufen. Das ist cool, dass da so eine Statue vorher stand, die jetzt so kaputt ist. Ja, finde ich nice. So, Eagle's Den. Wir haben... Oh, sogar von unten. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, vielleicht kriegen wir gleich noch Bescheid, wenn die eine Minute oder so weg sind. Keine Ahnung, ich hoffe. Die grünen Fische lassen wir jetzt mal. Ist zwar schade drum, aber... Ja. Ist jetzt wichtig. Ist jetzt wichtig. So, was haben wir hier? Cedar Wharf. Okay. Vielleicht haben wir Bardel noch vor uns liegen. Das wäre natürlich nice. Aber Bardel nehme ich auf jeden Fall mit. Also Karte aufdecken. Safe. So viel Zeit muss sein. So viel Zeit nehme ich mir auch. So Fische oder so, okay. Außer Blaue. Blaue holen wir. Aber Bardel... Wenn Bardel kommt, dann sind wir da. Oh, zwei Eskortschiffe. Muss irgendein krasser Dude sein. Ja, ja. Gut. Ich weiß, wie der Hase hier läuft, ne? West Point, Level 40. Nicht gut. Wollen wir uns jetzt auch nicht mit anlegen? Muss nicht sein. So, hier sind wir übrigens bei den... 2.
Ocean Song, Camplow Border, aber ich glaube, das war es nicht. Ich glaube, das war es nicht. Ja, Bardel haben wir nicht mehr gefunden. Schade. Aber könnte noch. Könnte noch kommen. Er könnte noch kommen. Ich gebe die Hoffnung noch nicht gänzlich auf. Aber gut, er wird vermutlich nicht mehr kommen. Und das hier wird gleich schon nach oben zugehören, wenn jetzt einer kommt. Also, da können wir dann ab hier nicht mehr, brauchen wir nicht mehr auf die Bardel achten. Ab hier können wir hochsegeln nach Eagle's Den. Da achten wir nur noch darauf, wenn blaue Fische angezeigt werden. Natürlich dreht der Wind sich genau, ne? Tripper's Haven. Hä? Oh! Von Eagle's Den. Ah, unsere Invasionsflotte. Ah, okay, ja gut, das finde ich geil. Das ist nice, das ist nice. Ja komm, dann wollen wir versuchen, da noch schnell genug hinzukommen. Dann helfen wir den Jungs. Dann wollen wir denen helfen. Ne? Gucken, Aufnahme läuft noch, das ist nice. Ja, nicht da reinsegeln bitte. So, wir wollen nach Tripper's Haven. Ja, der Wind, der steht richtig günstig gerade. Also wirklich. Wunderbar. Dass wir direkt dagegen segeln müssen. Nice. Mann, so ein Hoax. Mann. Was ist das für eine Verarsche mit dem Wind, ey? Mann, Schmuggler, hau ab. Segel nicht in uns rein. Du Idiot. Naja, spuck du mal dein Feuer und so was. Passt schon. So, nehmen wir mit. Sind schon Level 39 übrigens, das ist gut. Können wir vielleicht bald Tortuga einfach platt machen. Wäre ja schön. So, wir sind gleich da. Haltet durch, Freunde. Der Captain oder die Kapitänin, die kommt, die ist unterwegs. 1600 Goldmünzen. Ja, moin, ne? Nehmen wir mit. So, Tripper's Haven. Ist da noch die Schlacht? Ich bezweifle es, so langsam wie wir da ankommen. Ah, meine Schuld, weil du so dumm gegensteuerst, du. Boah, Mann, eigentlich müsste ich dich versenken. Mann. Händler. Und, ist da noch was? Ja, ja, Touristenschiff. Ah, nee, die sind, guck mal, die sind intelligenter. Die sind intelligenter. Weißt du, wer nicht intelligent ist, die Plündererschiffe. Die segeln einfach instant in einen rein. Die sind dumm. Ja, die Invasionsflotte ist nicht mehr da. Gut. Wir segeln nach Eagle's Den zurück. Aber schön, dass es Invasionsflotten gibt, die uns helfen können. Finde ich angenehm. So, Tortuga. Ja, Tortuga ist immer noch nervig wegen den ganz vielen Kanonentürmen, die sich dann auch noch neu wieder aufbauen. Wie gesagt, das Heilen und so, okay. Klar, man versucht in der Schlacht selbst natürlich gegenzuheilen.
Also, ne, natürlich Gegend zu reparieren. Und wie sinnvoll das ist, ne, aber. Oh, okay. Hohaha, Junge. Keine Chance. Das ist einfach keine Chance gegen uns. Ah, sie versuchen es trotzdem. So. Nagelgefechtskanonen. Was ist das denn? Kapitänsgefechtskanone. Wo sind die Nagelgefechtskanone? Das ist ja nicht schlecht. Schlechter als unsers. Das wollen wir nicht. So. Wollen wir mal die Hauptquest hier abgeben, ne? Das, was wir gemacht haben. Die segeln. Ja, die hauen ineinander rein. Sind die dumm. Ach, die sagen das auch gegenseitig hier. Was machst du da, deine. Ah, okay. Ah, Moment, Moment. Fische, blaue Fische. Müssen wir erst haben. Könnten die sein, die wir brauchen. Ich weiß zwar nicht, was es jetzt noch gibt vom Angler, aber vielleicht kriegen wir richtig krassen Stuff noch. Kann ja sein. Und da sollten wir schon mal angeln, weil die sind ja auch selten. Die sind ja auch selten. So, 12 violette Fischgräten. Ja, das brauchen wir nicht. Also, nehmen wir natürlich gerne mit. Bringen auch wahrscheinlich ein bisschen was beim Golden Fish. Aber brauchen wir an sich nicht. Ah, ich bin schon... Ich finde das geil bei dem Spiel, dass man hier so aufdeckt und dann sieht man das. Und das schon... Das ist schon nice. Und wie gesagt, es ist ein 20-Euro-Spiel oder so gewesen. 20 bis 30. Ich habe es, glaube ich, für 20 bekommen. Oder sogar noch weniger. Ich weiß es gar nicht. Ja. Also dafür ist es genial. So. Unser neuer König, seine Hoheit Bartholomew Byrne, 34. Herrscher des Königreichs der Meere, wird nun seine Königsrede halten. Der hat ein geiles Schiff. Als euer neuer Herrscher verspreche ich euch Ruhm. Unser Königreich ist dazu bestimmt, das mächtigste der sieben Meere zu werden. Die Zeit des Friedens ist vorüber. Darüber hinaus erkläre ich hiermit, dass jeder Gegner des Königreichs der Meere ohne Gerichtsverfahren exekutiert wird. Folgt mir und wir werden Großes vollbringen. Eine Welt, in der mutige Männer über jene herrschen, die zu schwach sind, um sie zu bewältigen. Inspirierende Rede, Hoheit. Ich bringe die Nachrichten aus drei unserer Festungen. Und? Sie sind in der Hand von Mary Lou, Sir. Die Piraten haben all unsere Verteidigungskräfte zerstört. Lasst die Piraten einstweilen den Moment genießen. Bald werden sie Geschichte sein. Kapitän Henry, der schon mal aufs Maul bekommen hat. Jawohl, Sir. Schicke alle verfügbaren Truppen aus, um die feindlichen Häfen zu stürmen. Sie müssen gnadenlos ausgelöscht werden. Zu Befehl, Hoheit. Ich habe es geschafft. Alle drei Häfen gehören uns. Endlich wehen Piratenflaggen auf den sieben Meeren. Da du diese Häfen jetzt erobert hast, musst du lernen, wie du sie verwaltest. Wie? Wenn du in einem Hafen anlegst, gehe zum Gouverneurspalast. Dort kannst du seinen Reichtum, die militärische Stärke und Bevölkerung vermehren. Aber zuerst musst du bei unserem Schlupfwinkel anfangen. Rüste lieber deine Streitkräfte auf, um jegliche Angriffe der königlichen Marine abzuwehren. Oh, Alter, wie... Das AAA-Titel haben manchmal nicht so viel Stuff wie das Spiel hier. Ich meine, ja, Copy-and-Paste-Klamotten, aber jetzt mal ganz ehrlich, das ist geil. Wir werden nicht zulassen, dass du an die Macht kommst, Byrne. Ich habe eine ganze Flotte, die der königlichen Familie treu ergeben und bereit ist, dich vom Thron zu stürzen. Du hast ja Wahnvorstellungen, Kapitän Henry. Kapitän Henry gibt deiner gesamten Flotte Befehl, das Feuer zu eröffnen. Aber, Sir, unsere Kameraden der königlichen Marine und Zivilisten sind an Bord dieser Schiffe. Ich schlage einen diplomatischen Ansatz vor, falls wir unnötiges Blutvergießen vermeiden wollen. Das ist ein Befehl, Kapitän. Ich werde keinen Verstoß ungestraft lassen und jetzt versenke diese Verräter. Moment, ich habe eine bessere Idee. Die Zeit ist reif für einen kleinen Zauber.
Ah Mann, das ist so auffällig, wenn der Voodoo benutzt. Kavane, Kavane, Kavanare. Admiral, was geht hier vor? Buchte alle überlebenden Verräter ein. Ja, Sir. Also langsam haben sie auch begriffen, dass das ein Spacken ist. Der, nicht Gutes will. So. Erhöhe die Militärmacht um 2 Level. So, wo ist es? Bucht. Oh. Das ist das Zentrum des Hafens, wo du 3 verschiedene Statistiken aufwerten kannst. Das Militär wird deine Festung aufwerten und die Türme bewachen. Außerdem wird es die Anzahl der Schiffe, die deinen Hafen verteidigen, erhöhen und die sie schlagkräftiger machen. Die Einwohnerzahl erhöht die Anzahl der Kandidaten für deine Crew, wenn du in die Kneipe gehst. Es wird auch die Anzahl der Leute erhöhen, die dich anheuern werden, um ihnen bei ihren Aufgaben zu helfen. Der Reichtum schließlich ist die Goldreserve des Hafens. Wenn dieser Wert auf Maximum gebracht wird, steigt die Produktion von Waren und du findest mehr und seltenere Items zum Verkauf beim Tischler. Falls du Eagles dann aufwertest, wertest du auch dieselben Statistiken der eroberten Häfen auf. Oh, nice. So, wir können aufwerten. 10.000. Achso, da. Easy. Wir haben zwar kein Geld mehr, aber das ist es wert. So, das war Militärmacht. Nein, ich habe die Bevölkerung aufgewertet. Ich bin dumm. Ich wollte die Militärmacht aufwerten. Scheiße. Egal. So. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Alles gut. Shit. Ich bin doof. Dann werden wir jetzt nach Golden Fish gehen. Segeln. Und werden dort Sachen verkaufen. Fische. Und auf dem Weg werden wir noch ein paar Fische fangen. Da sollten wir vielleicht eventuell genug kriegen, um den Angriff abzuwehren. Mal schauen. Aber ich finde es gut, wie sich das so alles entwickelt. Ne? Ich will jetzt auch mal zu den anderen Häfen einmal fahren. Segeln. Weil ich sage immer segeln und fahren. Ne? Man kommt schnell durcheinander. Ich will aber jetzt nur noch einmal zu den anderen Häfen segeln. So. Fischen. Gleichzeitig leveln wir uns ja auch. Das ist ja ganz gut. Das ist ganz praktisch. So. Kriegsschiff der königlichen Marine. Ja, also. Hohoho. Ich würde sagen, Kollege, die hat es zerrissen. Ja, der haut ab. Gut, wenn der abhaut, soll er machen. Feigling. Da hinten sind grüne Fische, da sind graue. Wir werden erstmal die grünen holen. Erstmal die grünen, die bringen mehr Geld. So. Erstmal die. Und dann werden wir mal weiter gucken. Panzerfisch. Panzerfisch. So, dann werden wir die noch holen. Und dann werde ich jetzt gleich auch mal zu Iron Hillside segeln. Mal gucken, was da ist, wenn wir auf den Gouverneurs, die Gouverneursklamotte gehen. Interessiert mich halt jetzt auch, was dann da so abgeht. So, fischen. Noch mehr Fisch. Von Ocean Song wurden nahe Port. Sie werden in 6 Minuten. Invasionsschiffe von Ocean Song. Nahe Port Berset. Port Berset war es wahrscheinlich. Und wahrscheinlich, wenn es Ocean Song ist, da. Da helfen die uns dann, den Angriff durchzuführen, ne? Wo sind wir gerade? Wir sind Hillside. Na! Segel rum, nein! Nein, 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 nein! Danke. Wir müssen einmal nach Hillside und dann werden wir nach Ocean's Song gehen. Segeln, sorry. Und werden da mal mithelfen und uns noch einen Hafen snacken. Dann kriegen wir wieder Geld, ne? Auch. Ist ja
ja noch so ein Vorteil. Und der ist ja ganz wild. Die sind wild. So. Hier können wir nicht aufwerten, ne? Doch, hier können wir auch aufwerten. Oh, die müssen wir alle aufwerten, oder was? Also wir können die nur so weit aufwerten, wie wir Eagles Den aufgewertet haben, oder was? Oder wie? Ich hab's nicht so verstanden. Muss ich mal gucken. So. Dann werden wir denen jetzt erstmal helfen hier mit dem komischen... Wir brauchen denen, glaube ich, nicht helfen. Das Escort-Schiff ist, ist down. Gut. Dann werden wir jetzt erstmal nach Golden Fish segeln. Die Fische, die wir haben, abgeben. Und dann werden wir mal gucken, dass wir eventuell Port Berset angreifen. Oh ja, wenn er kommt. Da müssen wir halt, ne? Kollege. Nicht mit mir, mein Freund. Nicht mit mir. So, das nehmen wir alles mit. Ach, dreh dich doch mal ein bisschen schneller. Das schwimmt davon. Willst du mich verarschen? Junge. Hol dir den Shit. Mensch. Dann holen wir uns noch die grünen Fischlis da. Dann holen wir uns noch die grünen... Oh, tödliche Gefechtskanone. Ist die gut? Ist die gut? Die ist... oh, warte mal. Die ist auf jeden Fall in allen Belangen... okay, ein minimaler Kugelschaden. Aber der ist sie besser. Deswegen... Anlegen. Wenn sie besser ist, ist sie besser, ne? Ob Gold, ob... Gar keine Farbe. Scheißegal. So, da ist Golden Fish. Da werden wir jetzt unsere Fische abgeben. Die wir haben. Und dann werden wir mal gucken, ob wir rechtzeitig noch zu Port Berset kommen. So. Markt, Gasthaus. Nichts verfügbar. Markt. Wir haben Fische. Bleib bitte auf den Fischen. Die interessieren uns. So. Also ich werde, glaube ich, aber jetzt hier mit den... ich werde jetzt hier in Port Berset, wenn wir noch rechtzeitig hinkommen, ich werde es erobern. Aber dann werden wir uns erstmal darum bemühen, dass wir einen Hafen nach dem anderen aufs Maximum bringen, damit die nicht so krass erobert werden die ganze Zeit. Weil das ist... das wird sonst wirklich nervig einfach nur. Und das wollen wir natürlich nicht, ne? So. Ach, da sind noch zwei von. Oh, das gibt. Seemusikant. Da haben wir wieder einige von, ne? Oh, 3750 nehme ich so mit. So. Oh, okay. Nehme ich auch mit. Alter, das wäre geil. Aber die Fische, die bringen es halt wirklich extrem, ne? Also die Fische sind wirklich krass. Ich glaube halt auch da wirklich die, die grünen Fische, beziehungsweise am Ende auch die blauen. Violette Fischgräte zum Beispiel, ja. Also da sollten wir dann wahrscheinlich eher so auf die grünen und die blauen gehen. Die bringen halt in Masse schon viel. Schon viel, Alter. Ich meine, guck mal, wie viel wir jetzt schon wieder haben. Damit können wir schon wieder ein paar Häfen gut aufrüsten. Das ist schon nice. 300 pro, Alter. Uiuiui. Und wir haben auch die Peitschenfische verkauft, die wir brauchten für die Aufgabe, ne? Ich bin doof.
bin dumm. Ich bin absolut dumm. Aber warte mal, können wir die kaufen einfach? Jetzt mal eine andere Frage. Können wir die kaufen? Ne, können wir nicht. Ach, okay. Das sind nur die Preise, die wir kriegen, oder was? Okay. Markt. Okay, so ein Reparaturkit nehmen wir mit, aber... Okay, der gibt nur die Minimumpreise dafür. Ne? Ja, also Kollege, das nicht. Also das nicht. So, was haben wir denn da? Port Berset. Müssen wir einmal komplett uns drehen. Und in Richtung des Windes segeln. Das ist gut. So, die grauen Fische lassen wir jetzt auch. Beziehungsweise, wenn wir da dran stehen. Aber die lassen wir jetzt da. Aber grün und blau, die nehmen wir mit. Ey, du bist doch schon... Das ist doch extra. Das machst du doch extra. So. Die grünen und blauen Fische, da segeln wir extra für hin. Weil die sind schon... die schmecken. Die schmecken halt extrem. Tortuga wurden nahe Labberhaven gesichtet. Sie werden in... Oh. Ja, da können wir nicht. Nee, sorry. Nee. Dann muss Port Berset warten. Wir müssen nach Labberhaven. Weil das ist unser Hafen. Der muss bestehen bleiben. Und wir sind eh schon sehr schnell. Ah, Mann. Aber wir müssen erstmal die Häfen alle aufwerten, glaube ich. Weil das ist halt so, wie ich mir gedacht habe. Also ich finde es gut, dass wir auch eine Invasionsflotte kriegen. Verdammte Scheiße. So, Kollege. Weißt du was? Komm hinterher. Wir haben jetzt keine Zeit, das hier groß zu machen. Komm hinterher. Er haut ab. Gut, ciao. So, ja, die sind jetzt gerade hier auf dem Weg. Ich habe ja gesagt, wenn die auf dem Weg sind, dann fische ich da auch nochmal los. Dann fischen wir da auch mal los. So, Labberhaven. Wir werden nach Labberhaven segeln. Wir werden das verteidigen. Obwohl ich ja hoffe, dass wir auch, also dass die Dinger sich auch selbst verteidigen können, die Häfen und sowas. Dadurch, dass wir die aufwerten und wir werden Labberhaven jetzt erstmal aufwerten. Ich werde jetzt aber nicht alles extrem aufwerten. Ich werde erstmal die Hauptstory fortführen, weil kann auch sein, ne, wenn es da wirklich mehrere Karten und so gibt. GTA San Andreas sage ich nur, wenn man sagt, ja, ich will jetzt jedes Gebiet hier erobern. Ist geil. Und da wollen wir unten lang. Ne, ist geil natürlich, ne? Und dann auf einmal die Mission, ich meine, Vorsicht, Spoiler, aber hey, San Andreas, geiles Spiel. Wird vermutlich jeder schon soweit kennen, wer es nicht kennt, ey, zockt es einfach. Es macht enorm viel Spaß. Dann hat man hier die Mission, wo man Sweet verliert. Und beziehungsweise, ne, wo der angeschossen wird und, dann wird der Polizisten zur der zweiten Stadt gebracht wird. Und auf einmal sind alle Gebiete weg. Ah, war das ein Abfuck. So, da sind blaue Fische, also blaue Fische. Da müssen wir hin. Da müssen wir hin.